oder die, bei denen heute Weihnachten ist. Du hast dein neues Rezept erhalten. Dorian-Eisbrett. War es kein Popcorn? Nein. Oh, wieder sicher am Boden und keines der neuen Leben verbraucht. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, ob das wirklich Rex ist. Geburt des ersten Kindes ist übrigens auch ein Geburtstag, nicht vergessen. Weil da hat jemand geschrieben, oder Grüße an alle, die heute die Geburt ihres ersten Kindes haben. Ja, dann ist beim Kind der erste Geburtstag. Aber man müsste doch der Nullte. Aber man müsste doch einfach nur gucken, ob die Katze weiblich oder männlich ist. Um erstmal auszuschließen, ob das Rex ist. Weil das sieht mir eher nach einem Weibchen aus. Ja. Rex ist vielleicht auch? Nee, hat die Diener, hat die Haushälterin da gesagt. Ah. Ist männlich. Herausfinden, ob es wirklich Rex ist. Natürlich ist er das. Sieht doch genau aus wie auf dem Foto in Doppelpfunds anwesend. Kann sein, aber irgendwas stimmt hier nicht. Was ist los? Wieder dein Bauchgefühl? Geh mal lieber dann auf die Toilette. Schaut mal, da hängt sogar ein Stück Schlangenhaut oder was auch immer in seinem Fell. Du hast recht, Shirl. Genau wie die Haut, die wir im Garten gefunden haben. Dann gibt es wohl keinen Zweifel. Das muss Frau von Doppelpfunds Rexy Wexy sein. Nein. Gut, bringen wir ihn so schnell wie möglich zu seiner Besitzerin zurück. Oh ja, ich kann ihre Reaktion kaum erwarten. Sie wird außer sich sein vor Freude. Vor Ekel. Ja. Oh ja. Nee, Rex ist irgendein Reptil und sowas und die Katze hat ihn gejagt. Potzblitz, guten Tag, Miss Fuse. Wenn ich nicht confused bin, die Sekretärin der Bürgermeisterin, dass wir sie hier treffen. Danke, dass sie... dass sie meine Katze gerettet haben. Ha! Wie bitte? Sagten sie gerade, das ist ihre Katze? Das ist nicht Rex? Ja. Nein. Ich meine, das ist Katze. Was ist denn das für ein bescheuerter Name? Gut, dass das eine Katze ist, ist ja offensichtlich. Nein, ich konnte mich nie für einen Namen entscheiden. Und ich hätte mir auch nie einen Namen merken können. Ja, und deswegen, das ist meine Katze. Und Katze ist auch ihr Name. Lächerlicher Name. Stimmt leider. Ach Gottchen, ich habe doch hoffentlich ihren Hund nicht erschreckt. Nein, keine Sorge. Er freut sich nur über den Namen. Also ist diese Katze ihr Haustier, Miss Fuse? Oh, ja. Oh ja, definitiv. Ich meine, also, sie hat ein rotes Schleifchen und ein rotes Halsband. Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe sie damals am Hafen gefunden. Ich finde die so süß. Ja. Wahrscheinlich schleicht sie sich deswegen immer auf Boote. Wahrscheinlich meint sie, dass sie dort Fisch findet. Also vermutlich. Das würde auf jeden Fall erklären, was sie auf einem Bananenboot gesucht hat. Wir haben also die falsche Katze. Na prima. Immerhin haben wir sie ja trotzdem aus großer Gefahr gerettet, oder? Ja, danke nochmal. Ich werde ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. Nicht mehr auf Boote schleichen. Ja, das kann wohl nicht schaden. Meine Güte, wir waren die ganze Zeit über hinter der falschen Katze her. Das ist doch nicht zu fassen. Ich war mir sicher, dass wir das richtige Tier haben. Das richtige Tier? Rex ist keine Katze! Endlich. Ich frage mich, wo unser Fehler liegt. Tja, jetzt können wir nur noch weiter in der Stadt herumwandern und nach noch mehr Katzen suchen. Super! Das haben wir übersehen. Katzen. Ich finde das auch voll süß, dass die ihre Katze Katze genannt hat. Nein, das ist süß, aber ich finde es so süß, wie verteilt ihr ist. Ja.
Und das Schlimmste ist, dass ich tatsächlich dachte, den Fall gelöst zu haben. Was für ein Rückschlag für Kommissar Rex, Sherl. Ich gebe es nur ungern zu, Cat, aber du hattest wohl recht. Beim Bauchgefühl trennen sich die Welpen von den Hunden, wenn es um Detektivarbeit geht. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wir werden uns wohl auf einen deiner Geistesblitze verlassen müssen, wenn wir diesen Fall lösen wollen. Also, aha, vielleicht. Du hast es schon gesehen, ich hab's gesehen. Schneller! Oh, ey. Nein, das zählt nicht. Ich kenne nur Thundercats. Ich mag tatsächlich Warrior Cats nicht. Warrior Cats? Das ist eine Buchreihe. Warrior Cats? Nein, Warrior Cats ist eine Buchreihe. War in meinem Jahrgang tatsächlich sehr, sehr beliebt, aber ich mag das nie. So. Die schneeweiße Katze auf dem Tower Bridge, auf der Tower Bridge, der Cat und Co. hinterher geholfen, heruntergeholfen haben, gehörte gar nicht Frau von Doppelpfund, also kann sie nicht Rex sein. Fall lösen! Ah! Arbeitet gerade dein Kopf oder dein Bauch? Moment, gleich weiß ich, wo wir falsch lagen. Was meinst du damit, Miss? Ich hatte schon eine ganze Weile das Gefühl, dass uns bei unseren Ermittlungen ein grundlegender Fehler unterlegen ist. Oder unterlaufen. Oder unterlaufen. Du hattest ein Gefühl? Dann also der Bauch. Wie gesagt, Sherl, ich bin nun bevorzuge den Ausdruck wundersamer Instinkt. Ja, wundersam würde ich das auch nennen. Und wundersamerweise bin ich mir jetzt auch sicher, wo unser Fehler lag. Tatsächlich, Miss. Wir sollten uns besser die Köpfe zusammenstecken, Nadelstreifen, solange ihr Bauch noch rumort. Wenn wir nur einen Hund suchen würden, den hätte ich wohl aufspüren können. Einen Hund? Ein interessanter Hinweis, Shaw. Frau von Doppelpfund hat nie gesagt, dass Rex eine Katze ist, oder? Wir sind nur davon ausgegangen, weil es die Katzendeko und die Spielzeuge in ihrem Haus gibt. Das stimmt! Wie konnte ich nur so dumm sein? Und mit so einem Namen? Natürlich ist Rex keine Katze. Rex ist ein Hund. Auch kein Hund. Leguan. Ja. Ja. Ein Leguan? Ich fand es seltsam, dass jemand, der Katzen so sehr liebt, kein Katzenfutter im Haus hat. Aber die angefressenen Pflanzen, die Bissspuren am Obst, ja, alles spricht für einen Leguan. Oder einen Affen. Ich hab für Affen. Aber sie liebt doch Katzen, oder nicht? Nein. Sie hat all diese Katzendeko und die anderen Sachen, um Rex im Zaum zu halten, damit er nicht in die Teile des Hauses gelangt, wo sie ihn nicht haben will. Anders gesagt, sie hat den Umstand genutzt, dass Leguane keine Katzen mögen, um ihn nicht in einen Käfig sperren zu müssen. Also langsam fange ich an, Leguane zu mögen. Aber jetzt bin ich sogar noch ratloser. Ein Leguan könnte sich überall versteckt haben. Ganz im Gegenteil. Wenn Rex ein Leguan ist, kann er nur an einem Ort sein. Dort. Wir wissen, dass er Bananen liebt. Überall im Haus findet man Bananenschalen. Rex ist auf diesem Schiff. Da bin ich mir zu 60% sicher. 60%? Das gilt schon als sicher. Das gilt auf jeden Fall schon als hochprozentig. Ja. Nicht wirklich. Na super. Und ich weiß, welche Sequenz kommt. Die sind jetzt auf dem Bananaboot. Oh, we made it. Leguan! Oh, ist der süß. Was? Der ist voll niedlich. Oh. Mein teurer Rexy Waxy, wo warst du denn nur? Ich verstehe nicht ganz. Ich dachte, die weiße Katze auf dem Bild wäre ihr Rex. Oh, große Güte, nein! Schaut mal, Rex' Bild ist da! Direkt unter der großen, hässlichen Katze! Ja! Das war so klar. Ah,
Katzen sind aus einem Rätsel. Warum bist du die Katze weiß, schwarz, ne? Also die unten mit den Katzenfiguren. Ich glaube, die Katze schwarz hieß das. Ich weiß es nicht genau. Ich möchte sagen, das hieß so. Doch. Also es war eine Katze und eine Farbe. Ups. Layton. Komm schon. Die Katze weiß hieß sie. Mhm. Da ist es. Ja. Genau. Davon die Katzen. Davon die Katzen sind das. Rätsel 69 in Professor Layton und die verlorene Zukunft war's. Ach, verlorene Zukunft. Die Katze weiß. Warum bin ich auf schwarz gekommen? Ja, es war auf jeden Fall Katze und Farbe. Okay, du hast jetzt Dingens weggeklebt. Hä? Wie? Chat. Oh. Ich dachte irgendwas Wichtiges. Er will euch nicht mehr dabei haben. So, jetzt? Ja. Gut. Ich glaube, er hatte gute Gründe, nicht wahr? Wie meinen, junge Dame? Meinen Sie nicht, er ist wegen all dieses Katzenkitsches hier weggelaufen? Er kann Katzen nicht ausstehen. Da ist es kaum überraschend, dass er flüchten wollte. Aber ich kann den Gedanken nicht ertragen, meinen geliebten Rexy Wexy in einen Käfig zu sperren. Er gehört zur Familie. Man sperrt Familie nicht ein. Das wäre grausam. Genau, merkt euch das, liebe Leute, die ihre Familie in den Käfig sperren wollen. Deswegen haben unsere Katzen keinen Käfig. Aber ist es nicht noch grausamer, ihn absichtlich mit etwas zu umgeben, was er verabscheut? Aber mal davon abgesehen, wer sperrt denn Katzen in einen Käfig? Weiß ich nicht. Kenn ich nicht. Irgendwelche Scheusale. Ja, also das kenne ich echt nicht. Also Katzen sind ja üblicherweise freilaufende Haustiere. Wirst du ihnen nichts mehr anderes, oder? Nö, ich glaube nicht. Wird sonst zu spät. Ja. Naja, wenn man es so ausdrückt, stimmt das. Ich denke mal, wir werden noch den Fall beenden und gucken, ob wir irgendwo Hinweismünzen und sowas vergessen haben. Sollten wir den Katzenkrempel gegen Leguan-taugliches austauschen? Achso. Was für ein Vorschlag. Also auf jeden Fall, ja, genau, wie sie gesagt hat, wir werden dann wahrscheinlich nochmal schauen, ob irgendwas vergessen wurde. Diesem Brief von Frau von Doppelpfund hat sich Rex' Verhalten deutlich gebessert, seitdem sie sich ein Leguan-Dekor zugelegt hat. Er macht nicht mehr auf die Möbel und sie muss ihn auch nicht mehr in einen bestimmten Teil des Hauses einsperren. Was für eine Irrewendung. Behandelt Frauchen ihr Haustier richtig, passieren tolle Sachen. Ist doch so, Cat. Nein, Cheryl, ist es nicht. Leguane legen nur Wert auf ihr Revier. Wenn es jetzt statt der Katzenbilder Leguan-Deko gibt, kann Rex das Haus als Revier betrachten. Er muss keine Konkurrenten vertreiben. Ach, deshalb also. Oh, Miss Layton. Brillant wie immer. Also bitte. Also wurde Rex wieder nach Hause gebracht. Und Frau von Doppelfund hat gelernt, ihrem Haustier gegenüber weniger zu klammern. Für mich und meine Detail Leiten führte der erfolgreiche Abschluss des Falls zu jeder Menge neuer Aufträge. Oder Anfragen. Nanu, schau mal, Miss. Seit Frau von Doppelpfund ihren reichen Freunden vorgeschwärmt hat, wie toll du bist, haben wir viele neue Interessenten. Ich hänge dir die Einzelheiten ans schwarze Brett, damit du dir aussuchen kannst, was du als nächstes angehst. Puh, sieht nicht so aus, als hätte ich in nächster Zeit Urlaub, was? Ja, auch wenn du das kaum glauben magst, Cat. Manche Leute müssen für ihren Lebensunterhalt wirklich arbeiten, sagt der Hund, der eigentlich auch genauso gut, dein Hundeleben führt. Ja. Natürlich helfe ich gerne, wo ich kann. Ich dachte wirklich, ich könnte diesen Rex-Fall lösen, aber da hatte meine Spürnase wohl Schnupfen.
Kira, da habe ich auch dran gedacht, müssten nicht die anderen Leguane eher eine Konkurrenz sein? Ja. Unglaublich, unter uns Blinden ist der Einäugige Königin, die Einäugige.